baue den Block für mich ab. Nö. Ach komm, ist mir egal, dann mach ich's halt selber. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer richtig lustigen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Lukopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich euch wieder was ziemlich Verrücktes mitgebracht, denn heute schauen wir uns die Google-Mod an. Yay! Es gibt sie tatsächlich, eine Mod, mit der wir unter anderem Google-Produkte in Minecraft erhalten. Das heißt zum Beispiel die YouTube-App oder Google Play, wir haben hier Google Drive, Google Plus und einiges mehr. Mit diesen Objekten haben wir die Möglichkeit, diverse Google-Objekte zu craften. Das heißt zum Beispiel hier eine viel zu starke Google-Ausrüstung. Und ich meine, schaut euch mal das Crafting-Rezept an. Das ist wirklich alles andere als feierlich, aber okay, ich habe noch nie so ein großes Crafting-Rezept gesehen, das ist wirklich der Hammer. Was haben wir noch? Wir haben natürlich hier eine Google-Spitzhacke, die haltet euch fest, 42 Attack Damage macht, 42, ob das ein Zufall ist, ich glaube ja nicht. Wir haben ein Google-Amulett, sowie ein Google-Apple. Ich wiederhole das Ganze nochmal, ein Google-Apple. Na, warum? Warum, Modder? Wieso tust du sowas? Sowas kann man doch nicht kombinieren. Ich glaube, der Modder ist auch so einer, der erst die Schuhe und dann die Socken anzieht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, der Typ ist sowas von auf den Kopf gefallen. Aber okay. So, demnach folgender Fahrplan. Wir schauen uns erstmal dieses ganz neue Erz an. Das ist das sogenannte Google Erz, welches ihr mit dieser Mod nun auf eurer Overworld, aber auch Untertage natürlich finden könnt. Gut, dass es Untertage zu finden ist, das wundert mich nicht, denn es gibt ja tatsächlich einige unterirdische Produkte. Sei es zum Beispiel YouTube, da soll es ja ganz komische Videos geben. Aber okay, deswegen sind diese auch Untertage zu finden. So, wir werden diese mal ganz kurz abbauen. Dazu mal eine ganz natürliche Vanilla-Diamantspitzhacke zur Hand genommen. Ich werde diese jetzt hier einfach mal abbauen und zack, schon fliegen die Google-Apps durch die Gegend. Gut, das wundert mich auch nicht. Ich meine, man wird ja von diesen ganzen Google-Benachrichtigungen sowas von mittlerweile, ja, ich möchte jetzt nicht penetriert sagen, aber man plöppt mir ja so oft auf, deswegen ja, ziemlich realistisch gehalten demnach. Das sind sogenannte Google-Produkte als Gems und diese können wir halt nutzen, um die ja, viel zu overpowerte Rüstung, aber auch diese phänomenale Spitzhacke, ihr seht es hier auch schon, zu craften. So, einfach mal hier alles mitgenommen und dann werden wir auch noch hier mal ganz kurz aus dieser Truhe die restlichen Produkte mitnehmen, damit wir auch wirklich alle mal ganz kurz anschauen können. So, also was haben wir denn hier? Wir haben als erstes hier natürlich die YouTube-App, die darf natürlich nicht fehlen. Mal gucken, ob vielleicht dieses Okay Google funktioniert. Sekunde mal. Okay Google, zeige mir gehaltvolle, intelligente Videos. Uhai, uha, ting tang, walla walla, bing bang, was ist intelligente? Okay, es scheint tatsächlich zu funktionieren. Es ist sehr, sehr realistisch gehalten, meines Erachtens. Aber gut, dann probieren wir noch eine Sache. Okay Google, abonniere Lukopa. Lukopa abonnieren. Einen Moment bitte. okay, ich hab's verstanden, meine Güte. Was haben wir denn hier noch? Also ich muss dazu sagen, die Logos sehen ziemlich cool aus, sehr, sehr hochauflösend. Hier zum Beispiel die Google Map Geschichte, ich glaube, damit können wir vielleicht zum nächsten Video ganz schnell finden, ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Den sogenannten Gmail Gem, Google Plus, das soziale Netzwerk aus dem Hause Google, darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Was haben wir hier? Den Google Übersetzer, Moment mal. Okay, Google, was heißt, diese Mod ist ziemlich dämlich auf Englisch? Ellie Cooper, shut your mouth, it stinks. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich diese Google-Mod nicht mag. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Dann haben wir auf jeden Fall noch den Google-Gem sowie den Google-Browser. Okay, Google, wie kann ich am schnellsten diese Mod wieder löschen? Ich glaube, sie ist beleidigt. Sie möchte nicht mehr mit mir reden. Ach, komm schon, Mädel. Okay, Google, wieso riechen meine Füße, während meine Nase läuft? Ach komm, weißt du was, mir ist das echt zu blöd. So, was haben wir noch? Google Gem und noch einiges mehr. Google Drive, damit kann man ja seine Daten in einer Cloud abspeichern. Und natürlich Google Play, der ein oder andere kennt es. Damit kann man halt ein paar Apps auf sein Android-Gerät herunterladen. So, damit hätten wir das auf jeden Fall abgehakt. Ja, nach diesen kleinen Spielereien kommen wir jetzt endlich zum spannenden Teil aus dieser Mod. Jetzt werden wir auch gleich endlich mal diese überdimensionale Spitzhacke ausprobieren. Das wird sicherlich besonders spaßig. Als erstes kommen wir ganz kurz zu dieser Ausrüstung. Hierzu brauchen wir allerdings ein ganz neues Crafting-Table aus einer anderen Mod, wohlbemerkt. Das können wir ganz einfach zusammen craften. Dazu brauchen wir lediglich Obsidian. Wir brauchen einen Block auf Quarz sowie ein Crafting-Table. Dann haben wir dieses Ding zusammen gebaut. Einfach auf den Boden gestellt, einen Rechtsklick ausgeführt und bam! Es ist so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht. Wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Crafting-Slots zur Auswahl. Ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Crafting-Table, wie gesagt, gesehen. Damit können wir unter anderem eine Google-Ausrüstung, wie gesagt, craften. Jetzt brauchen wir wieder einige Elemente.
Instrumente. Wir brauchen natürlich hier ein Oberteil, obwohl es ist ja oben ohne Wetter. Wir könnten auch ohne rumlaufen. Hier die Hose mit YouTube-Logos im Schritt, wo auch sonst. Und dann haben wir hier noch einige Schüchchen, die wir ebenfalls zusammenkleistern können. Diese werden wir mal ganz kurz durchgehen. Als erstes mal der Helm. Hier bekommen wir keinen neuen Effekt. Lediglich 1,5 Rüstungspunkte bekommen wir gut geschrieben. Dann probieren wir mal hier diesen Armor Body aus. Da sehen wir auch schon, dass wir jetzt Fire Resistance konstant erhalten. Dann haben wir hier diese gelbe Hose, die war vorher weiß. Wir bekommen einen Absorption-Effekt. Und schaut euch mal die ganzen Herzen an. Das ist wirklich, oh mein Gott. Ja, so herzlos ist das Ganze nun doch nicht. Dann haben wir noch natürlich die Boots. Auch diese werden wir direkt mal überziehen. Dafür bekommen wir einen ziemlich ordentlichen, ja, Speed-Effekt. Auch ganz cool gemacht. So. Ja, irgendwie sehen wir so ein bisschen aus wie eine lebendige Ampel, oder? Also mit diesem Rot, Gelb, Grün. Ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich sehr bekloppt. So. Damit hätten wir das ebenfalls abgehakt. Dann gibt es noch als nächstes ein Google-Amulett, welches auch noch einige Effekte hinzufügt. Hier sehen wir das Crafting-Rezept. Auch hier benötigen wir wieder einige Gems. Und im Herzen natürlich den YouTube-Gem. Der darf natürlich, ja, ist natürlich klar, dass er in die Mitte kommt. Hier bekommen wir auch wieder einige sehr stark konstante Effekte. Speed 3, Stärke 3, Glowing 3, Regeneration 3, Haste sowie Feuer Resistance. Sobald wir dieses Amulett im Inventar haben. Natürlich viel zu overpowered, aber trotzdem ziemlich cool. Wir sind hier sehr auffällig. Gut, wer ist das nicht mit irgendeinem Google-Produkt in der Hand, sei es ein Pixel oder Google Glasses. Ja, da glänzt man ja immer, ne? Ja, ja, so viel dazu. Nein, das ist keine Schleichwerbung oder so. Den Google-Apfel dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, den werden wir gleich genüsslich verzehren, auch auf die Gefahr hin, dass wir wahrscheinlich an Blitzdurchfall sterben werden. Aber egal. So, dann kommen wir jetzt endlich zur Spitzhacke. Hier seht ihr das Crafting-Rezept und auch vom Apfel nochmal ganz kurz hier gezeigt. Für die Spitzhacke habe ich hier einen kleinen, aber feinen Parcours aufgebaut mit diversen Blöcken, sei es mit Sand und Holz und einigen mehr. Jetzt werden wir diesen durchlaufen. Obwohl, müssen wir die Blöcke eigentlich per Hand abbauen? Geht das nicht auch per Sprachsteuerung? Okay, Google, baue den Block für mich ab. Kannst du das auch freundlicher sagen? Irgendwie kann ich nicht mit Frauen, oder? Kann das sein? Liebste Google-Spitzhacke, könntest du für mich bitte den Block abbauen? Nö. Ach komm, ist mir egal, dann mach ich's halt selber. So, ihr seht schon, die Spitzhacke ist nicht für Sand und Holz geeignet. Genau, das eher für andere Erze, für Steine, Gold, Silber, Diamanten bzw. Eisen, nicht Silber. Dann haben wir hier natürlich Obsidian. Auch Obsidian können wir binnen weniger Sekunden mit dieser Spitzhacke abbauen. Allerdings bei Bedrock kommt auch dieses Mädel an ihre Grenzen. Bedrock können wir natürlich nicht mit diesem Gerät abbauen. Trotzdem gucken wir mal, wie sich das Ganze unter Tage bewährt. Dazu fliegen wir mal ganz kurz nochmal in eine kleine Höhle. So, damit wir das Ganze nochmal zum Beispiel beim Strip-Mining hier mal ganz kurz beobachten können. Ja, damit kommt man auf jeden Fall ordentlich vorwärts, wie ein Maulwurf, der irgendwie in Koffein gefallen ist. Kann man sich hier ziemlich schnell durchbohren. So viel dazu. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Jetzt werden wir noch einige Mobs mit diesem Gerät bekämpfen, weil wie gesagt, wir müssen ja auch noch diesen Google-Apfel ausprobieren. Damit werden wir sicherlich auch den ein oder anderen Effekt erhalten. Sekunde mal. So, demnach hier einfach mal einen Mob geplantet. Mal gucken, wen wir hier haben. Natürlich einen klassischen Creeper, einfach mal eine mitgegeben. Hat natürlich keine Chance mit unserer gigantisch großen Spitzhacke. Oh, guck mal hier, wen ich hier gezogen habe. Den kenne ich irgendwoher. Le Copa. Hm, sieht ziemlich dämlich aus. Und produziert scheinbar, ja, ist scheinbar ein YouTuber hier, schlechtes Video. Natürlich, natürlich, hätte ich mir schon fast denken können. Und natürlich hier nochmal ein Creeper. So, ich habe ein bisschen Hunger bekommen. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden jetzt auf jeden Fall gemeinsam mal diesen Google-Apple zu uns nehmen. Einfach mal in uns reingestopft und mal gucken. Ja, wir haben es überlebt. Wir haben auf jeden Fall Speed, Stärke, Regeneration sowie Saturation für wenige, für wirklich sehr, sehr wenige Sekunden erhalten. Das ist quasi dieser Google-Apple. Ja, ansonsten hätten wir eigentlich schon fast alles abgehakt. Diese Mod werden wir garantiert nochmal sehen, spätestens bei unserem Mod-Roulette. Das ist ja dieses Projekt, wo wir mit 50 verschiedenen zufälligen Minecraft-Mods einen Parcours durchlaufen müssen. Ein Link dazu direkt hier auf dem Bildschirm. Ansonsten gibt es demnächst wieder hier auf meinem Kanal eine etwas komplexere Minecraft-Mod, sowie natürlich eine neue Folge des Mod-Roulettes. Ja, demnach hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Das war der Le Copa mit der Google-Mod. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.